Hey Leute und willkommen zu einem neuen Animal Crossing New Horizons Video, in dem ich euch heute ein richtig nices Tool bzw. eine nice Webseite zeigen möchte, bei der ihr euch alle Bewohnereinrichtungen plus deren Hausfassaden anschauen könnt. Das Ganze war bis jetzt nämlich leider nur teilweise über das Begleitbuch zu New Horizons möglich, bei dem man allerdings nur die Einrichtungen der Bewohner gesehen hat und nicht deren Hausfassaden. Vorab möchte ich noch eben auf unseren Animal Crossing Discord-Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Blumen und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem neue Schlummerinseln entdecken. Also, falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord-Server habt, findet ihr den Link zum Discord in der Videobeschreibung. Wie die meisten von euch, denke ich, wissen, sind die Einrichtungen sowie die Hausfassaden bei jedem der 391 Bewohner unterschiedlich. So hat zum Beispiel Weber eher eine moderne Eisenholzeinrichtung und ein Haus mit blauer Fassade, wohingegen Bella eher eine düstere Gothic-Einrichtung hat und eine schwarz-rote Hausfassade. Nun wäre es ja grundsätzlich sinnvoll, bevor man einen neuen Bewohner von einer Meileninsel oder vom Campingplatz zu sich auf die Insel holt bzw. einziehen lässt, erstmal dessen Einrichtung und Hausfassade zu überprüfen und zu schauen, ob man mit dieser auch wirklich zufrieden ist. Seit ein paar Tagen gibt es nun zum Glück auf der Nookpedia-Website eine vollständige Liste der 391 unterschiedlichen Einrichtungen sowie Hausfassaden, was ich mega nice finde. Den Link zu der Webseite findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Natürlich gibt es auch Spieler, bei denen das jetzt nicht wirklich so eine große Rolle spielt und die sich einfach überraschen lassen wollen. Dazu würde ich mich tatsächlich auch zählen. Aber ich habe auch einige Freunde, die sich gerade so eine Webseite beziehungsweise so ein Tool die ganze Zeit gewünscht haben. Falls es euch, by the way, zu blöd ist, die Webseite die ganze Zeit nach eurem gewünschten Bewohner abzusuchen und da durchzuscrollen, könnt ihr auch einfach oben rechts in der Suche nach eurem gewünschten Bewohner suchen. Allerdings supportet die Webseite nur englische Namen, bedeutet, ihr müsst zunächst den englischen Namen für euren gesuchten Bewohner herausfinden. Das ist allerdings auch nicht wirklich schwer, dafür könnt ihr einfach auf die Webseite animalcrossingwiki.de gehen, gebt dort euren gewünschten Bewohnernamen ein und wenn ihr dann runterscrollt, findet ihr die englische Version. Diese fügt ihr dann einfach bei Nookpedia oben in die Suche ein, scrollt dann wieder runter und dann habt ihr, wie bereits erwähnt, die Einrichtung, die Fassade und sogar die einzelnen Items nochmal extra aufgelistet, was ich auch mega praktisch finde. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich solche Seiten sehe und vor allem ist auch dieses Projekt von Nookpedia nur durch die Animal Crossing Community so groß und ich sag mal, ja, komplett geworden. Da dort nämlich immer wieder verschiedene User Screenshots von den Einrichtungen ihrer Bewohner reingeschickt haben und ja, seit letzter Woche ist die Sammlung quasi komplett und wir können diese jetzt alle zusammen nutzen. Schreibt mir gerne in die Comments, welche Einrichtungen ihr am schönsten findet. Ich selbst muss schon sagen, dass mir das Haus sowie die Einrichtung von Jimmy mit am besten gefällt. Ansonsten hoffe ich, euch hat das kleine Video gefallen bzw. geholfen. Falls ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanal-Fact noch am Rande. Aktuell haben 61,2% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine Livestreams mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke. Somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ich live bin. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut! Bleibt gesund, bis dann und ciao.